So, das Telefon ist jetzt wieder abgesackt. Ich kann wirklich nichts machen. Neues Telefon eingestellt, dass ich nur unter 5 Minuten jetzt also Voice Message senden kann. Kamera kann ich gar nicht mehr nutzen. Kamera. Und es ist das Letzte. So, also merke, wie viele Jahre Gefängnisstrafe würde ich bekommen? Wie viele Jahre? Oder Jens Spahn oder irgendein Politiker da oben oder Benjamin Netanyahu. Wie viele Jahre würdest du mir geben, wenn ich deine Menschenrechte, Dokumente wegnehme, Arbeitsrecht, Sozialgeld kürzen würde und dich zusammenschlagen würde, Fresse halten, Drecksjude? Das ist die Frage. Ich habe Diplom, habe dafür studiert, dass ich arbeiten kann und Menschenrechte habe. Und da soll ich die Fresse halten, obwohl ich beraubt wäre von all meinen Menschenrechten mit Diplom. Und kann ihr Leben, muss hungern. Und kann keine Familie gründen. Hauptsache ihr da oben habt Familie, Haus, Arbeitsrecht und alles. Und ihr könnt Geld verdienen. Dass ich als Diplomat jahrelang mit Büchern schreibe und einfach nur über Gott schreibe. Ich habe nichts geschrieben, was gegen das Gesetz ist. Ich habe über das Gesetz geschrieben. Ich habe gegen die Gesetzlosigkeit geschrieben. Und da wäre ich zusammengeschlagen. Die Polizei hat mir ins Gesicht gesagt, im Pragsattel Kriminalpolizei. Weil wo ich ankam, Merkel, in Stuttgart, habe ich Hilfe beantragt. Kein Anwalt wollte mir helfen. Obwohl mir alle Menschenrechte weggenommen worden sind, samt Dokumente. Und hier in Deutschland seit 4 Jahren werden mir alle Menschenrechte weggenommen und trotzdem hilft mir kein Anwalt. Und da habe ich per Facebook Hilfe so draufgeladen, ich brauche dringend einen Anwalt. Da hat sich einer gemeldet, er kennt meine Akte, er wird mir helfen. Er arbeitet bis um 8 Uhr, ich soll meine Dokumente mitbringen. Er wird die Dokumente durchlesen, er holt mich ab 8 Uhr, er arbeitet bis 8 Uhr. Er hat sich ausgegeben als Anwalt. Habe ich so 4, 3 Tage mit ihm telefoniert. Und der klingt glaubwürdig. Und dann hat er mich in den Wald gefahren und wollte mich da umbringen. Hat gesagt, so Drecksjude, du hast 7 Jahre im Wald gelebt, jetzt kannst du doch gleich in den Wald krepieren und hat mich in den Wald rausgeschmissen. Ich musste zu Fuß nach Mitternacht zu Fuß durch ganz Stuttgart rumgondeln und habe dann den angezeigt. Und der wollte mich umbringen, vergewaltigen und hat sich als Anwalt ausgegeben. Und nichts ist passiert. Und da hat die habe ich bloß gefragt, die Kriminalpolizei. Wenn ich sowas machen würde, mich als Anwalt ausgeben würde und ein arm Opfer, anstatt Hilfe zu leisten, ein arm Opfer Diplomlehrerin in den Wald schleppen würde nach Mitternacht, 4 Stunden sind wir da rumgefahren, hat er mich rausgeschmissen in den Wald, wollte mich umbringen und vergewaltigen. Wie viele Jahre würde ich dafür bekommen? Da haben die gesagt, Minimum 10 Jahre, wenn ich sowas machen würde mit einer Bürgerin. Da habe ich gesagt, okay, aber warum bekomme ich dann als Opfer keine Hilfe? Wenn ich das nur erleide seit Jahren. Und da hieß es, Fresse Jude, mit mir machen sie, was sie wollen, ich bin ein Drecksjude. Und all die scheiß Juden schauen mein Leiden an, die sind keine Juden. Die sind keine Juden. Was würde ein Jude machen, wenn ich seine Dokumente, Menschenrechte, Arbeitsrecht, Sozialgeld entrauben würde und wegnehmen würde und den nur zusammenschlagen? Fresse Jude, du sollst einfach hungern und krepieren. Und das seit über 10 Jahren. Ihr glaubt, dass ihr zu Gott gehört. Mir reicht's jetzt langsam. Gestern ist bei mir der letzte Kragen geplatzt für dieses Land. Gehe ich zum Jobcenter, weil mein Geld wird einfach abgezogen. Ich kann mich nimmer dagegen wehren, dass mein Sozialgeld gekürzt ist, obwohl ich hunderte Anzeigen gemacht habe. Hunderte Anzeigen seit 4 Jahren. Ich habe kein Darlehen aufgenommen. Ich habe keine Schulden. Ich habe Zeugen. Trotzdem soll es nur bis Dezember gekürzt werden. Ich kann kaum essen. Und ihr alle schaut zu, wie ihre Gottesfrau foltert. Ihr foltert Gottes Frau. Und ihr wollt auferstehen. Und ihr nennt euch christlich oder jüdisch oder religiös. Ihr seid Satan, Satan-Synagoge. Amen.